Das ist mein erstes Game jetzt gerade. Oh, da oben ist einer. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Zeig dich, du Penner. Das ist auch nice. Ja, genau, diese... Diese Granaten... Nein, nein, aufpassen, aufpassen, aufpassen! Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu Advanced Warfare. Ich hab's schon bekommen, es ist hier in meinen Händen. Heute, ich saß einfach auf meinem Sofa, hab Fernseher geguckt und auf einmal klingelt es an meiner Tür und mein Nachbar sagt so, ja, hier ist etwas für Sie. Und ich so, okay, vielen Dank. Und ich habe mich gewundert, weil ich nichts per Amazon bestellt habe. Ich habe gar nichts bestellt. Und was habe ich bekommen? Advanced Warfare. Und hier ist, ich befinde mich im Klasseneditor. Ich bin schwarz im Spiel. Und da wir alle wissen, Schwarze sind immer ziemlich gut in Sachen, werde ich hoffentlich auch gut sein in dem Spiel. Ich freue mich extrem, denn wir werden Road to Commander machen. Wie ihr sehen könnt, hier gibt's alles. Privates Spiel, Waffenkammer, Einzel, eigen Einsatzleiter, Klasseneditor. Werdet ihr noch alles sehen? Werde ich euch noch zeigen. Allerdings wird das, müsst ihr euch gedulden, denn ich habe das Spiel jetzt schon bekommen. Ich glaube, heute ist der erste, oder? 31.10. ist heute. Und ich darf das Spiel erst am 3.11. veröffentlichen. Und ja, meine Freundin sitzt neben mir, also nicht wundern. Sag mal hallo. Und ja, ich würde sagen, wir spielen erstmal ein Free-for-Alle-Game. Ich bin sehr aufgeregt. Ich habe schon gespielt. Ich war auf einem Call of Duty Advanced Warfare Event. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf das Road to Commander. Das Ganze wird mit einem anderen YouTuber stattfinden. Wer es sein wird, könnt ihr gerne in den Kommentaren raten. Das wird ein komplettes Road to Commander. Ein, zwei Folgen werden am Tag kommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das Spiel hat mir ziemlich gut gefallen, als ich beim Event war. Eine Klasse habe ich mir auch schon erstellt. Und zwar ist es die AK-12 mit der Stinger? Okay, ich habe keine Ahnung, wieso ich die dabei habe. Ich nehme einfach mal die Atlas 45. Habe ich auch schon getestet. Ist eine Waffe, die mit einem Schuss killt. Allerdings müsst ihr nach jedem Schuss nachladen und sehr, sehr präzise sein. Und ich hoffe, es sucht nach Spielen. Müsste eigentlich, weil mein Kumpel konnte auch spielen. Warte, wisst ihr was? Ich mache mal Team Deathmatch, wenn es sich geht. Komm schon. Ja! Mögliche Spiele gefunden, 2. Ich habe es nicht getestet. Bei mir ist die Regel in COD immer, das erste Spiel aufzunehmen. Das ist bei mir die Regel. Also ich muss das erste Spiel aufnehmen. Egal, wie ich abschneide. Selbst wenn ich richtig schlecht bin, das ist bei mir eine Regel. Mögliche Spiele gefunden, 1. Ja gut, dann müssen wir warten. Das Spiel ist ja noch nicht draußen. Es kann sein, dass... Ja! Ja! Wir haben einen Spieler gefunden. Ist er das? Ja, das ist... Boah, wie cool sieht das denn aus? Wie geil ist das denn, bitteschön? Man kann sehen, wie er aussieht. Da steht er einfach nur rum. Bereiten sich so Soldaten auf den Krieg vor? Ich weiß nicht. Was haben wir hier? Waffenkammer? 84 freie... Oh! Was ist jetzt los? Geht das Spiel los? Ah, ich glaube, wir sind in ein Game reingejoint, glaube ich. Der Taktik, Messeraufsatz für Pistolen beschleunigt ihren Nahkampf. Okay, gut, ja, das wissen wir. Die Tipps unten sind manchmal ziemlich hilfreich. Jetzt vielleicht nicht für mich in Call of Duty, aber für andere Spiele. Da hilft es mir manchmal sogar weiter. Also ich glaube, letztens bei The Evil Within habe ich irgendwie einen Tipp unten gelesen. Der hat mir super weitergeholfen. Also, ja, die Tipps sind einzigartig, grandios. So, das ist meine Klasse. Mehr will ich noch gar nicht zeigen. Holy moly. Oh, shit, ich habe keinen... Moment mal. Optionen. Kontrollerbelegung. Taktik. Ich muss auf Taktik spielen. Ich kann sonst nicht anders spielen. Das ist das Exoskelett. Damit können wir rumfliegen, Baby. Ey, das Spiel sieht so grandios aus. Ich spiele das Ganze auf der Xbox One. Weil ich es auf der Xbox One eingeschickt bekommen habe. Aber ich denke, ich werde auf PS4 umsteigen. Ich weiß es noch nicht genau. So, ich hüpf mal hier drauf. Gott, das ist so komisch. Oh mein Gott. Ich kann nicht zielen. Was für eine Empfindlichkeit habe ich an? Ich glaube, meine Empfindlichkeit ist so hoch. Die muss auf 4 sein normalerweise. Das ist so die Empfindlichkeit, auf der ich am besten spiele. Oh mein Gott. Holy moly. Wo sind die? Da hinten. Ich sehe dich. Aber das ist echt, das ist... Ich glaube, dieses Iron Sight für diese Waffe ist so scheiße irgendwie. Ich weiß nicht. Gefällt mir nicht ganz so, dieses Iron Sight. Da würde ich... Oh, Baby, mein erster Kill. Oh Gott. Okay, ich gucke mal kurz auf die... okay, ich bin auf 3. Ich muss auf 4 spielen. Ja, ist besser. Außerdem habe ich lange nicht mal mit dem Xbox Controller gespielt. So, mal sehen. Man kann sich auch nach vorne... Nein. Oh Gott, ich muss mich mal mit der Steuerung zurechtfinden. Es ist mein erstes Spiel. Wie gesagt, das ist die Regel.
Oh, Baby. Du bist tot, mein Freund. Da oben. Oh, Baby. Du bist tot, mein Freund. Oh, 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 oh. Aufpassen, aufpassen. Mein dritter Kill. Easy, locker, flockig aus der Hüfte. Vierter Kill. Vielen Dank. Drohne bereit. Oh, shit, 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 shit. Ah, shit. Egal, ich habe eine Drohne. Mal sehen, wie die aussieht. Ich habe auch schon gesehen, es gibt einen Perk gegen die Drohne, was ziemlich ärgerlich ist. Ja, er muss es ja geben, quasi. Sonst ist es unfair, aber... Komm, der zeig dich, wer du springst, du Bastard. Nein, 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 ich werde angeschossen. Aber ich komme mit der Steuerung nicht zurecht. So legt man sich hin, ne? Ja, genau. Ja, mit der Steuerung muss ich mich noch zurechtfinden. Es ist mein erstes Game. Nein! Stopp doch. Ja, gut, nice gemacht, Teammate. Nice gemacht, Teammate. Oh, dieses Spiel ist so nice, Mann. Pass auf, Teammate, pass auf. Da unten ist einer. Hier wird es auch sowas wie die Nuklear geben. Das ist ziemlich, ziemlich nice. Das gefällt mir sehr gut. Dann hat man wieder was, auf was man spielen kann. Je nachdem, was für eine Langzeitmotivation das Game hat, kann ich euch noch nicht sagen. Ich versuche auch, Call of Duty nicht mehr zu hypen. Weil ich bis jetzt immer enttäuscht wurde, um ganz ehrlich zu sein. Wenn ich sowas gehypt habe. Und das ist wirklich die Wahrheit. Das war bei jedem COD so. Oh nice, den habe ich nicht mal gesehen, aber ich habe mir gedacht, wo er ist. So, das ist jetzt die Secondary, die mit einem Schuss killt. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Oh, das wird schwer sein, mit der zu treffen. Ich werde niemals mit der treffen, Alter. Nein! Ah, die, hä, das ist die gar nicht. Oh, sorry, da habe ich mich verwechselt. Das tut mir leid. Das tut mir wirklich, wirklich leid. Nein, 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 nimm die Waffe, nimm die Waffe, nimm die andere. Holy moly. Ich glaube, der Typ da oben will es wissen, Mann. Oh Gott, ich komme gar nicht durch, ich komme gar nicht klar. Also kann man messern, das ist ziemlich nice. Ich weiß nicht genau, ob ich auf Xbox One bleiben sollte oder auf PS4. Ah, PS4, oh, von hinten, okay, okay. PS4 gefällt mir nur ein bisschen besser. Ist anders als bei der Xbox 360 und PS3, da gefiel mir die Xbox 360 immer mehr. Da hinten ist er, der kommt hier lang. Gott, ich liebe dieses Exoskelett. Dieses Spiel ist auch wirklich mehr so Skill basiert. Ah, genau, so kann man nach vorne laufen oder sich nach vorne ein bisschen teleportieren. Oh, nein, nein, oh, mein Aiming. What the fuck ist das für ein Alarm? Ah, das sind diese Laser da oben, ne? Ich habe gefragt, wozu die da sind. Oh nein, oh, von hinten, was für ein Score habe ich? 4, 8 zu 5, ich dachte, ich habe 14 zu 3. Der eine hat 14 zu 3, lol. Das spielt vielleicht schon ein bisschen länger als ich. Das ist mein erstes Game jetzt gerade. Oh, da oben ist einer. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Zeig dich, du Penner. Das ist auch nice. Ja, genau, diese Granaten. Nein, nein, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Die Granaten dort sind für, diese Kameras dort. Dadurch werdet ihr auf der Karte angezeigt, also nichts Gutes. Ich weiß nicht genau, ob das nur so ist, wenn der Alarm aufschlägt, aber ich denke, das ist immer so. Hey, du Pisser, was machst du denn da? Meine Güte, ich glaube, der wollte mich messern oder sowas. So, mein Freund, du musst sterben. Drohne bereit, Baby. Drohne bereit. Das ist sehr nice. Boah, recht ja nice. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber bestimmt was Gutes. Gut, die kommen jetzt von hier. Ich warte hier kurz. Oder ich gehe mal hier drauf. Das geht jetzt mittlerweile. Die sind alle da unten. Scheiße, ich statte die mal einen Besuch ab. Oh, mein Freund, du musst sterben. Wir gewinnen. Das ist nice. Gott, das Spiel ist super, super actionreich. Das ist ein Traum, meine Freunde. Oh, nein! Oh, shit. Egal. Ich hab ein Geschütz. Okay, ich will das einsetzen. Wo ist der Gegner? Ich sehe ihn auf der Karte. Fand ich eine Drohne, scheiße. Habe auch nicht das Perk gewählt, dass ich nicht auf Drohnen angezeigt werde. Das war nice. Nice Aiming, meine Freunde. Ich packe dieses Geschütz mal hier hin. Auch wenn es vielleicht nicht der beste Spot ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann... Nee, am besten auf dem Dach, ne? Egal, ist es zu spät? Nein, ist es nicht. Passt schon. Komm schon, Geschütz, mach was. Zeig dich. Da hinten. Oh, nice. Baby, ich gewinne ihn. Wow. Holy mo. Was ist das? Was machst du da? What the fuck macht der da? Ah, okay, nein, das will ich gar nicht. Halten. Verlass das. Meine Güte, was machst du da? Such dir mal Hobbys oder so. Ich weiß nicht, von wo die kommen. Das hat mich gerade durcheinander gebracht. Aber sieht geil aus, ne? Wenn er dieses Teil aufmacht. Also, wow. Das Geschütz kann man auch selber steuern, was ziemlich, ziemlich geil ist. Muss ich ja wirklich so zugeben. So, du musst... Nein, nein! Alter, wollt ihr mich verarschen? Hallo?
Bist du auf Drogen? Hallo, bist du auf Drogen, Mann? Ich habe wieder eine Drohne, das ist schon mal gut. Da oben sehe ich einen. Ja, das ist ein bisschen lächerlich, ne? Ich spawne und sehe sofort einen Gegner. Sollte eigentlich nicht so sein. Also muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Aber gut. Oh Gott, komm schon, Alter. Verarschen. Ja, ihr könnt mal sagen, was ihr zu dem Spiel sagt. Ich muss sagen, ich bin extrem aufgeregt gerade. Ich glaube, das hört man auch. Ich weiß nicht, ich bin einfach immer aufgeregt, wenn neues CD... Genau, wenn eine neue CD draußen ist. Da freue ich mich immer, weil ich liebe CD. Ich liebe CD. So, der will ein bisschen rumfliegen. Ja, genau, machst du sehr schön. Wir sind alle stolz auf dich. Du bist der beste. Du bist die beste. Du bist der beste, das beste Flugzeug ever. Ne? Meine Freundin ist neben mir. Schaut mir da dazu. Und sieht mir zu, wie ich begeistert das Spiel spiele. Und ich muss sagen, es macht so viel Spaß, Leute. Jetzt ohne Witz. Also, wow. Bin ich begeistert, ey. Boah, die Leute können gar nicht treffen. Sind die so schlecht? Ja, alles wird gut. Aber wir gewinnen wenigstens. Wir machen einen guten Job und das Spiel ist vorbei. Wow. Wow, wow, wow. Wie findest du's? Ja, sie hat keine Ahnung. Ist nicht so schlimm. Ich find's ziemlich, ziemlich geil, Leute. Das ist die Killcam. Da wird wieder der Name angezeigt bei der Killcam. Runden. Ende. Abschusskamera. 21 zu 10 fürs erste Game. Der eine war besser als ich mit 24 zu 8. Und ja, der Ping, das scheint alles zu stimmen, glaube ich. Gut, das war's. Ja, genau. Jetzt kann ich, glaube ich, erstmal raus. Was wäre die nächste Map? Ah, kann man sich wieder aussuchen, ne? Ja, hier kann man sich wieder aussuchen, was für eine Map man spielen will. Gut, das machen wir im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Advanced Warfare sehen wollt, klickt den Daumen nach oben Button. Ich werde viel, viel mehr machen. Auch ein Road to Commander wird kommen mit einem neuen Account. Und mit einem anderen YouTuber. Wer das ist, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ebenso, wie euch das Spiel gefällt. Und ich verabschiede mich. Tschüss.